Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu meinem Dacia Sandero 3 TCE 100 EcoG. Das ist das Modell, das auf Autogas fährt. In diesem Video wollte ich euch einmal eine Kostenübersicht zeigen, mit welchen Kosten ihr in den ersten 12 Monaten zu rechnen habt. In dieser Übersicht sind jetzt erstmal nur die Spritkosten, die Kosten für die Versicherung und die Steuer enthalten, da auf den ersten 20.000 Kilometern, die ich jetzt hier berechnet habe, zum Beispiel keine Kosten für den Service oder einen Ölwechsel nötig sind. Den Wertverlust und den Verschleiß und auch die Wagenpflege habe ich jetzt in diesem Video erstmal nicht erwähnt, da ich denke, dass auf den ersten 20.000 Kilometern diese Kosten einfach nicht anfallen. Bis auf die Wagenpflege, aber das liegt natürlich im Ermessen des Besitzers des Fahrzeuges, wie dieser jeweils damit umgeht und halt mehr oder weniger in Waschanlagen oder ähnliches investiert. Als erstes dann hier einmal die Übersicht zu den Spritkosten. Das habe ich jetzt nochmal unterteilt in Sommer- und Winterreifen. Das liegt einfach daran, dass die Sommerreifen, die ja mitgeliefert wurden, eine viel bessere Kraftstoffeffizienz haben als die Winterreifen. Das erkennt man natürlich dann auch beim Verbrauch. Da liege ich bei Sommerreifen bei etwa 6,83 Litern. Bei den Winterreifen sind es 7,38 Liter reiner Verbrauch des Autogases. Dazu kommt dann im Sommer nochmal etwa 0,12 Liter Super und im Winter 0,17. Das kann allerdings noch variieren, je nachdem, wie warm oder kalt es ist. Diese Verbrauchswerte habe ich dann einfach mal mit den aktuellen Spritpreisen des heutigen Tages zusammengerechnet. Dabei komme ich dann mit den Sommerreifen auf 6,96 Euro für LPG und 23 Cent für Super, was dann 6,91 Euro ergibt. Bei Winterreifen ist es natürlich dann etwas mehr, 7,23 Euro für Gas und 32 Cent für das Super, das ergibt dann etwa 7,55 € auf 100 Kilometern. Dann einmal zu meiner Versicherung. Das ist eine Vollkaskoversicherung bei der Verti Versicherung AG. Ich habe jetzt einfach mal oben in die Ecke Werbung geschrieben, obwohl ich natürlich kein Geld oder ähnliches von der Versicherung dafür bekomme. Die Versicherung habe ich ja in erster Linie ausgewählt, weil sie günstig ist, habe allerdings auch bei Check24 auf die Tarifnote geachtet, die hier mit einer 1,0 angegeben war. Zum Fahrerkreis, da gehöre ich und meine Partnerin. Wir sind 31 bzw. 30 Jahre alt und die Fahrleistung im Jahr sind 20.000 Kilometer. Für diese Fahrstrecke bezahlen wir dann einen jährlichen Versicherungsbeitrag von 322,80 Euro bei einer Schadenfreiheitsklasse 13. Als letzten Kostenpunkt habe ich jetzt noch die Steuern für das Fahrzeug. Die liegen im Jahr bei 48 Euro. Ich denke, das ist ein recht günstiger Betrag. Wenn man das mal mit einem alten Diesel vergleicht, da liegt man häufig schon bei 200 bis 300 oder noch weiter oben. Dann zum Schluss eine Zusammenfassung dazu. Die Spritkosten habe ich jetzt so berechnet, dass ich 10.000 Kilometer auf Winterreifen und 10.000 Kilometer auf Sommerreifen genommen habe. Das ergibt dann Kosten von 1.446 Euro im Jahr. Die Versicherung sind 322,80 Euro, wie eben genannt. Die Steuern liegen bei 48 Euro. In Summe ergibt das 1.816,80 Euro. Das geteilt durch 200 ergibt dann die Kosten auf 100 Kilometern. Die betragen hier dann 9,08 Euro. In diesen Kosten sind, wie ich schon gesagt habe, Service, Verschleiß, Wertverlust, Wagenpflege und so weiter noch nicht beachtet, da in meinem Fall jetzt diese Kosten einfach noch nicht aufgetreten sind. Sobald ich dann den ersten Servicetermin zum Beispiel hatte, werde ich dann ein neues Video machen, wo dann auch die Servicekosten mal mit eingerechnet werden.
für den Ölwechsel oder was sonst noch bei der ersten Inspektion anfällt. Damit wären wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Da ich demnächst auch noch weitere Videos zu meinem Dacia machen werde, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren, dann werdet ihr immer direkt informiert, wenn ich wieder ein Video hochgeladen habe. Also bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut, ciao.